Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Qualin-Video. In diesem Video möchte ich diese Aufgabe mit der Passwortabfrage in Lanterna lösen. Als erste Aktion hole ich mir mein Template. Allerdings möchte ich das nicht als Lanterna-Template-Projekt, sondern als Password. Ich habe jetzt hier meine Klasse, die ich auch gleich umbenennen werde. Und hier drin sind meine ganzen Methoden, die ich vorbereitet habe, wie ReadString, AnyKey, PutString, schon vorhanden. Immer daran denken, gleich als erstes Kommentare anzupassen, sonst geht es gerne verloren. Die eigentliche Aufgabenstellung möchte ich hier im Run drin programmieren, weil es die einzige Methode ist, die ich haben werde. Ich lösche deshalb hier mal alles weg, außer AnyKey am Schluss. Das lasse ich eigentlich immer so stehen. Nun, etwas, was mir durchaus hilft, ist, wenn ich jeweils die Logik schon vorbereitet habe, dass ich die einfach mal als Kommentar hier reinkopiere. Ich mache dann auch gerne gleich hier diese Einrückungen wieder sauber. So, und jetzt bin ich soweit bereit. Jetzt kann ich loslegen und sagen, okay, ich möchte hier ein Eingabefeld anzeigen. Dafür brauche ich PutString. Text, und ich zeige das zum Beispiel bei Position 2,2. Und Sie sehen, ich entferne immer gleich die Kommentare, wenn ich es entsprechend ersetzt habe. Jetzt brauche ich hier diese Iteration, solange das Passwort nicht korrekt ist und die Anzahl der Versuche kleiner als 3. Ich deklariere mir hier diese Variable validPassword. Das ist das Passwort, das der Benutzer eingeben sollte. Und eine zweite Variable für die tatsächliche Eingabe des Benutzers. Und ich brauche noch einen Zähler für die Anzahl Versuche. Ich kann also jetzt hier meine Iteration programmieren, indem ich sage, wenn UserPassword equals ValidPassword, mit einem Not davor, weil es soll ja nur machen, solange es nicht übereinstimmt. Und die Anzahl Versuche kleiner als 3 ist. Das Programm soll die Eingabe löschen, das heißt, das, was der Benutzer vorher eingegeben hat, wieder durch diese Underlines ersetzen. Also hier einige Underlines.
Position muss ich jetzt vielleicht abzählen. Das P hier ist ja an Position 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Müsste Position 11,2 sein. Programm wartet auf die Eingabe des Benutzers. Das ist ja meine Methode ReadString. Speichere das in meinem User Password. Und ich überprüfe jetzt hier noch einmal. Wenn die Eingabe nicht korrekt ist, soll das Programm den Text ungültig anzeigen. Ich zeige den hinter dem Eingabefeld an, also x-Koordinate 30. Und ich addiere einen Versuch hinzu. Dieser Teil hier, der folgt nun nach der Iteration. Ich jetzt sage, Count kleiner als 3 ist, soll das Programm korrekt anzeigen. Und das Programm dann beenden. Ich glaube, den Else hier brauche ich gar nicht zwingend. So. Ich denke, wir können mal schauen, ob das Programm hier soweit läuft. Starte zumindest mal. Gut, was mir jetzt direkt auffällt, ist, meine Cursor-Position sollte idealerweise auf dem Start des Eingabefelds sein, nicht am Ende. Aber er hat korrekt erkannt, dass ABCDFG kein gültiges Passwort ist. Und wenn ich geheim eingebe, dann klappt's. Also habe ich jetzt noch ein bisschen Cleanup. Die Fehlermeldung will ich etwas weiter hinten. Und bevor der Benutzer die Eingabe macht, hier vor diesem ReadString, soll mein Cursor wieder auf die Startposition. Wir sehen jetzt, Cursor ist hier am Anfang des Eingabefeldes. Und wenn ich es dreimal falsch eingebe, beendet es. Ich könnte jetzt hier noch die Position um 1 nach hinten setzen. Sieht etwas schöner aus, wenn nach einem Doppelpunkt ein Leerzeichen ist, aber jetzt bin ich eigentlich nur noch dabei, so Kleinigkeiten zu korrigieren. Grundsätzlich läuft das Programm so. Und somit bin ich auch fertig. Sie finden dieses Programm wie immer auch auf meinem GitLab-Server.
Ich hoffe, Sie haben die einzelnen Schritte verstanden, konnten das nachvollziehen. Dann wünsche ich viel Spaß beim Programmieren. Bis zum nächsten Mal.